Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Smart-Meter-Gesetz oder das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, welches nun tatsächlich beschlossen wurde im Bundestag. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal angedeutet, dass eigentlich am 21. April frühs, ich meine um 9, dieser Punkt, ne, Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, auf der Agenda des Bundestags stand. Nun, irgendwie ist es aber passiert, dass es schon am Vortag, nämlich am 20. April, behandelt wurde. Und da können wir jetzt einfach mal reinschauen, was genau dabei eigentlich passiert ist. Ne, man geht mal auf bundestag.de, Tagesordnung, dann sieht man hier immer den Sitzungsverlauf, muss man hier dann die Sitzung vom 19. bis 21. April wählen. Ne? Da kann man hier mit dem Pfeil so hin und her springen, wenn man jetzt schon später sich dieses Video erst anschaut. Und dann geht man nämlich einfach mal runter und sieht dann hier nämlich am 20. April, 10.45 Uhr, Tagesordnungspunkt 23, Digitalisierung der Energiewende, wo dann die verschiedenen Drucksachen stehen. Da kann man hier auf den Artikel auch abspringen und hat dann hier eine Gesamtzusammenfassung, wie das auch vorher schon gelaufen ist. Die erste Lesung, wo das nur aufgerufen wurde, die Anhörung im Klimaschutzausschuss, der auch für Energie zuständig ist, wo praktisch verschiedenste Experten von den Fraktionen eingeladen wurden und dazu was sagen konnten. Und die zweite, dritte Lesung ist dann jetzt hier das am 20. April geschehene, nämlich der eigentliche Beschluss des Gesetzes. Und da kann man sich hier das Ganze durchlesen, da ist dann immer so eine Zusammenfassung, was verschiedene Parteien, Fraktionen dazu so sagen. Ne? Die einen finden es gut, die anderen nicht so sehr. Das kann man sich durchlesen oder auch nicht. Hier oben ist dann auch die Aufzeichnung der Plenardiskussion im Parlament. Das kann man sich anschauen oder auch nicht. Meistens lohnt sich das ja eben nicht. Aber hier, Dokumente. Hier sind die verschiedenen Dokumente, aus denen sich der Gesetzestext ergibt. Und die sind natürlich nicht uninteressant. Wir gucken da auch gleich mal genauer rein. Wir sehen schon hier Gesetzesentwurf und hier nochmal Gesetzesentwurf. Das eine ist die Variante von den Fraktionen im Bundestag. Das andere ist die Variante von der Regierung. Dann haben wir eine Beschlussempfehlung und Bericht vom zuständigen Ausschuss. Das ist dann die Variante, die praktisch auch die eigentlich zu beschließenden Inhalte hat. Also wer nur ein Dokument sich anschauen will, der guckt sich am besten diese Beschlussempfehlung vom Ausschuss an. Da ist zwar so eine leicht unübersichtliche Tabelle drin, da gucken wir auch gleich noch genauer rein, aber das ist der entscheidende Text. Also hier steht das drin, was wirklich beschlossen wurde. Und dann haben wir noch zwei weitere Entschließungsanträge, einmal von der CDU und einmal von der AfD, die, kann ich ja schon mal spoilern, so nicht beschlossen worden sind. Da gucken wir auch gleich mal noch kurz mit rein. Fundstelle im Plenarprotokoll, da muss man dann mal mit Suchfunktion zum Beispiel dahin gehen und kann sich auch im Wortlaut das anschauen, was hier im Video besprochen wurde, inklusive aller Zwischenrufe und so weiter. Hier unter Beschluss steht dann aber nochmal das Interessante, nämlich Zusammenfassung, dass der Gesetzesentwurf von den Fraktionen mit der Beschlussempfehlung vom Wirtschaftsausschuss angenommen wurde und damit schlussendlich also dieser Gesetzestext, wie er vom Wirtschaftsausschuss, vom Klimaschutzausschuss empfohlen wurde, dass er so jetzt beschlossen wurde als Gesetz und damit dann demnächst gilt. Das ist dann schlussendlich das, was wir hier drin finden. Buchstabe B ist nochmal eine Entschließung, in der im Großen und Ganzen nochmal gesagt wird, wie toll jetzt die aktuellen Entwicklungen sind rund um Smart Metering und Co. Das ist auch angenommen worden, ist einfach nur ja, wie eine Position, die beschlossen wurde. Und die beiden Anträge von CDU und AfD wurden abgelehnt. Und hier Buchstabe C angenommen heißt nämlich nur, dass der andere Gesetzentwurf von der Bundesregierung einfach für erledigt erklärt wird. Das ist auch angenommen worden. Also ich weiß gar nicht, warum das jetzt so war, dass wir den von den Fraktionen und von der Regierung hatten, weil inhaltlich geht man da d'accord. Aber der muss halt auch für erledigt erklärt werden. Das haben sie hier gemacht. Also nicht davon irritieren lassen, was hier alles steht. Das ist, sage ich mal, bürokratische Pflicht, dass man das jetzt so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Okay. Wenn man sich jetzt genauer reinarbeiten will, ne? Also es gibt diese beiden Dokumente, einmal 80-seitig Gesetzesentwurf der Fraktionen für den Neustart der Digitalisierung der Energiewende, wie immer so ein bisschen bla bla, dann der eigentliche Gesetzestext, wie er geändert wird oder die Änderung im Gesetzestext und dann irgendwann, wenn man weiter runter scrollt, kommen hier dann so die Begründungen. Ne? Das kennen wir aber schon. Also das ist ein Dokument, was schon seit einer Weile veröffentlicht war und das habe ich meines Erachtens nach auch auf dem YouTube-Kanal schon mal ein bisschen überflogen.
Ja, ihr erinnert euch vielleicht an die Punkte wie den agilen Rollout und sowas. Dann, wie gesagt, Gesetzesentwurf von der Bundesregierung, deutlich weniger Seiten, ist aber dann am Ende, was so die Inhalte angeht, hier ja, derselbe Tenor. Ich würde also empfehlen, die 606 könnt ihr ignorieren. Müsst ihr jetzt nicht extra durchlesen. Ihr müsst auch die anderen nicht unbedingt durchlesen, weil wir haben ja diese wunderbare Sache hier. Beschlussempfehlung und Bericht vom Klimaschutz- und Energieausschuss. Das Dokument mit der 6457 vom 19.04., also hochaktuell. Hier ist zu diesen beiden Dokumenten was gesagt worden. Und wenn man so ein bisschen runterscrollt, sieht man dann irgendwann die Beschlussempfehlung, nämlich hier. So, der Bundestag möchte beschließen, A, die Drucksache 5549, das ist das eigentliche Dokument der Fraktion, in der nachstehenden Fassung anzunehmen. Also im weiteren Dokument wird auf der Grundlage von 5549 hier nochmal was geändert und das soll beschlossen werden. Das sagt der Ausschuss. Außerdem B, die Entschließung, die ich angedeutet habe, das ist so eine, wie eine Position, die hier beschlossen wurde. Der Bundestag stellt fest, die Koalition hat bereits deutliche Fortschritte beim Ausbau der erneuerbaren Energien gemacht. Intelligente Messsysteme sind wichtig, Verbraucherschutz, Rollout, alles toll. So, also das ist so ein bisschen bla bla. Dann aber auch, der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, Mess- und Eichgesetz zu ändern, damit die Gateways da besonders berücksichtigt werden können. Nicht un- ist durchaus sinnvoll, dass man das so macht, ne? Gar keine Frage. So, und ein Bericht hier, ja, oder das Berichtswissen weiter voranzuführen, sage ich es mal so, in diesem ganzen Kontext des Smart Metering. Und dann C, den Gesetzentwurf von Regierung als erledigt zu deklarieren. So, das steht hier drin. Das sind die drei Beschlussempfehlungen vom Ausschuss und die wurden genauso auch hier erledigt. Interessanterweise, der eigentliche Gesetzestext in der Ausschussfassung, also diese 5549, die jetzt praktisch in der Ausschussfassung als neues Smart Meter Gesetz gilt, wurde von den Regierungsfraktionen und von CDU-CSU beschlossen, gemeinsam. Also nur die AfD und die Linke waren dagegen. B, dieses, hey, die Koalition hat schon ganz viel erreicht, wurde natürlich nur von den Koalitionsfraktionen so beschlossen, nicht von der CDU, CSU, auch nicht von AfD, nicht von Linken. Und dass hier C, diese Drucksache erledigt wird, das ja wiederum alle so beschlossen. Ne? Das ist ganz, ganz interessant. So, wir gehen dann gleich immer genauer rein in den eigentlichen Inhalt. Das ist diese Tabelle, die ich schon angedeutet hatte. Das ist so typisch in diesen Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, dass da alte Variante und neue Variante gegenübergestellt werden und hier praktisch die Änderungen dann fett markiert werden. Das ist jetzt hier auf den nächsten, ja, 50 Seiten zu entnehmen. Kann man machen, wenn man will. Also mal kurz schon mal angespoilert. Wir haben hier sechs Artikel. Ein Artikel ist dann immer ein Gesetz, was geändert wird. Ihr seht ja schon, Artikel 1 ist das Energiewirtschaftsgesetz. Wir ändern hier also nicht nur das Messstellenbetriebsgesetz, sondern auch noch andere Punkte. Im Energiewirtschaftsgesetz haben wir witzigerweise etwas auch rund um die Bundesfachplanung. Ihr werdet auch gleich nochmal was genau dazu sehen. Ich glaube fast, dass es Zufall ist, dass es hier mit reingenommen wurde, weil es ja eigentlich um Netzentwicklung geht und um Leerrohre und sowas. Also ich habe noch nicht ganz hier Leerrohrmöglichkeit, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das hier mit gelandet ist. Es ist auf jeden Fall mit drin, weil dann wiederum hier was mit Messstellenbetreiber steht. Also vielleicht kommt das dort hervor, aber wundert euch nicht, auch ein weiterer Artikel geht dann um die Bundesfachplanung, konkrete Netzausbaupläne, weiß nicht, warum das hier mit drin ist. Nicht so sicher. Vielleicht habt ihr dazu eine Erkenntnis, könnt ihr gerne unten reinschreiben. Dann haben wir hier im Energiewirtschaftsgesetz Punkte zum Summenziel und virtuellen Summenziel und dass es hier praktisch eine Gleichstellung gibt in ermittelten Summenmesswerten. Und dass die Streichung des Punktes, dass dynamische Tarife nur dann Pflicht sind, wenn jemand mehr als 50.000 Netzverbraucher beliefert als Versorger, das ist dann eben auch gestrichen, weil die Geschichte rund um die dynamischen Tarife ist ja in der Neufassung des Smart Meter Gesetzes, also Messstellenbetriebsgesetz, sowieso neu geregelt worden. Also sinnvollerweise ist das hier raus. Und dann haben wir hier nämlich mal den Punkt, dass nämlich nicht uninteressant die Bundesnetzagentur im Interesse der Digitalisierung der Energiewende so für die Anerkennung den Netzbetreibern
entstehende Kosten hier Entscheidungen treffen kann. Also die Bundesnetzagentur kann den Netzbetreibern praktisch ein bisschen beispringen, wenn deren Kosten im Kontext der Digitalisierung, also Smart Metering, zu hoch werden und kann denen praktisch die Chancen geben, diese Kosten zum Beispiel wahrscheinlich in deren Regulierungskonten mit aufzuführen, damit die das im Kontext ihren Netzentgelte zum Beispiel dann wiederum zurückkriegen können. Um hier nämlich insbesondere zu entscheiden, dass Kosten oder Kostenanteile als dauerhaft nicht beeinflussbar angesehen werden und dann müssen die Netzbetreiber das halt nicht irgendwie aus eigener Tasche mittelfristig zahlen. So in etwa kann man sich das vorstellen. Also durchaus valide Punkte, auch im Kontext der Neuregulierung unseres Smart Meter Rollouts. Artikel 2 ist dann die Änderung des Mesh- und Betriebsgesetzes. Da verrate ich jetzt nicht so viel, wenn ich sage, das ist natürlich der Hauptanteil. Und ich muss jetzt mal kurz weiter scrollen, damit wir das erstmal abschließen. Da haben wir nämlich irgendwann den Artikel 3. Bin ich jetzt schon dran vorbei? Nee, ne? Das war hier noch Preisobergrenzen. Der Artikel 3 ist, spoilere ich auch schon mal, das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, weil wir natürlich auch bei Einspeiseanlagen, ich bin noch lange nicht da angekommen, natürlich auch bei Einspeisern und bei Erzeugungsanlagen intelligente Messsysteme haben wollen, Smart Meter Gateways haben wollen. Ihr seht, das ist wirklich viel Mesh im Betriebsgesetzkontext. Halt, jetzt bin ich auch schon drin, jetzt bin ich schon beim EEG, wo war es denn jetzt? Bin ich hier. Seite 58. Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und da haben wir eben auch zum Beispiel in Bezug auf KWK-Anlagen und auf diese Paragraph 14a, also diese steuerbaren Anlagen, die wir an anderen Stellen auch schon mal erklärt haben, dass hier einfach so ein paar Punkte weiter ausgeführt werden, dass die hier natürlich auch ihren Anschluss an die Gateways bekommen. Und ja, das seht ihr hier insbesondere, ne, KWK-Anlage, das ist eine Speisung, abgerufen werden kann, wenn Netzbetreiber und ferngesteuerte Reduzierung und so weiter hier möglich ist. Das wird hier nochmal ganz genau ausformuliert im EEG und wann eben hier genau die Einbaupflicht gilt. Dann haben wir Artikel 4, Änderung der Ladesäulenverordnung. Da wurde jetzt in der Fassung vom Ausschuss nichts verändert. Hier geht es eigentlich nur darum, dass hier der Absatz 6 aufgehoben wird. Da könnten wir sogar mal kurz reinschauen. Also mal groß, Ladesäulenverordnung und dann die, halt, das ist Absatz 6 in Paragraph 3, genau, in Paragraph 3. Technische Sicherheit und Interoperabilität und dann Absatz 6. Feststellung der technischen Möglichkeit, BSI, ja, hat sich natürlich erledigt, weil wir diese Feststellung der technischen Möglichkeit gar nicht mehr machen. Wir haben uns ja nun mittlerweile darauf geeinigt, dass wir jetzt diesen agilen Rollout machen, jetzt kann sowieso alles gebaut werden. Das ist also hier die Änderung an der Ladesäulenverordnung, nicht davon irritieren lassen, dass es sowas hier auch gibt. Ein bisschen irritierender dann schon, Artikel 5, neu dazugekommen, durch den Ausschuss nämlich, Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes, das ist Netzausbau. Und hier wird die Nummer 55 geändert und die Nummer 82. Wenn man in dieses Gesetz reingeht und dann da mal halt so ein bisschen scrollt, sieht man hier irgendwann dann die Bauvorhaben, ne, im Bundesbedarfsplan. Dann geht man hier auf die 55, ne, Höchstspannungsleitung, und da steht bisher A1 und hier wird es beschlossen, dass dann nicht mehr A1 steht. Und das kommt man mal runter und guckt sich an, was A1 überhaupt bedeutet. Ne? Länderübergreifende Leitung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1. Kann man jetzt nachgucken, was das bedeutet. Mache ich jetzt nicht. Wenn ihr euch mit sowas beschäftigt, mit Netzausbau, dann ist das nicht uninteressant, dass wir also die Nummer 55 und die Nummer 82 haben, wo nämlich wiederum das H gestrichen wird. Und H ist wiederum hier Kennzeichnung für die Leerrohrmöglichkeit im Sinne von § 2 Absatz 8. Ich weiß wirklich nicht, warum das jetzt hier mit drin steht, aber das ist hier mit beschlossen worden im Kontext unseres Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Wenn ihr das wisst, bitte schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe dafür gerade noch keine Erklärung gefunden. Und dann ist jetzt der neue Artikel 6 in Kraft treten. Na, das war vorher Artikel 5. Okay. Jetzt ist also das Weitere, was wir verstehen wollen würden, im Artikel 3 Mesh- und Betriebsgesetz. Wir haben uns ja schon mal ein bisschen damit beschäftigt, was da im Großen und Ganzen drin steht. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an diesen agilen Rollout und dass es neue Preisobergrenzen gibt, die viel geringer sind. Ne? Aber natürlich die Netzbetreiber dann die Kosten tragen müssen und das dann mittelfristig wahrscheinlich als Netzentgelte auch aufkommen wird.
Genau, Artikel 2 im Menschenbetriebsgesetz ist jetzt natürlich der größte Anteil. Ich würde jetzt vorschlagen, wir scrollen mal ein bisschen und sprechen mal über ein, zwei Punkte. Und wer sich wirklich tiefgreifender mit diesem ganzen Smart Meter Kontext auseinandersetzen will, an sich haben wir sowieso ja schon den im Februar neu veröffentlichten Fachkurs Smart Meter auf unserer Lernplattform. Könnt ihr kaufen. Da wird er nämlich jetzt auch in den nächsten Tagen Kapitel 12, was folgt, nochmal ergänzt um diese aktuellen Änderungen im Gesetz. Oder ihr könnt bei meinen diversen Schulungspartnern auch ein Smart Meter Seminar kaufen oder auch bei mir selbst. Ich mache das für verschiedene Häuser. Ne? Also sowas wie vertriebliche Aspekte des wettbewerblichen Messstellenbetriebs. Wenn ihr diesen Titel irgendwo findet als Seminar, das bin im Regelfall ich, der dahinter dann steckt. Okay. Wenn ihr aber nur mal so grob wissen wollt, schauen wir einfach mal ein bisschen drüber. Auch hier, naja, Regelungen zum agilen Rollout und Ausstattung und Verordnungsermächtigung. Also hier gibt es einige Punkte, die auch unverändert sind aus der ursprünglichen Formulierung, die wir schon kennen. Das ist also zu großen Teilen auch einfach übernommen worden. Dann sehen wir sowas wie naja, Artikel 5 zu Artikel 6, also so redaktionelle Korrekturen gibt es ja auch an der einen oder anderen Stelle. Auch hier ne, hat man sich auf ein Datum bezogen, sagt man jetzt stattdessen das aktuelle Datum. Also das sind wirklich so redaktionelle Korrekturen, die sind manchmal notwendig, weil es vorher falsch war. Aber wir finden dann nämlich auch irgendwann mal sowas wie Aussagen zum Auffangmessstellenbetreiber. Ne, stellt der Auffangmessstellenbetreiber den Messstellenbetrieb für alle Messstellen bestmöglich sicher. Dieser Auffangmessstellenbetreiber ist ja der neue, der war bisher geregelt als der größte bundesweite, der dann eben der Ersatz-Messstellenbetreiber wird, wenn sich der Grundzuständige nicht kümmert und eben auch kein anderer Wettbewerblicher erkannt wird. Aber jetzt kommt's. Hier ist es wirklich eine richtige Änderung. Auffang-Messstellenbetreiber ist derjenige grundzuständige Messstellenbetreiber, der in dem jeweiligen Bundesland nach der aktuellsten, der Bundesnetzagentur zur Erstellung des Monitoringberichts vorliegenden Daten, die meisten, aber mindestens 10.000 intelligente Messsysteme betreibt, und der Bundesnetzagentur seine Bereitschaft zum Eintritt in den grundzuständigen Messstellenbetrieb nach dieser Vorschrift anzeigt. Das ist neu. Der Auffangmessstellenbetreiber ist es nicht als allererstes der größte bundesweite, was halt wahrscheinlich E.ON Metering dann immer so sein wird, vermutlich, ne? Sondern das ist jetzt im ersten Schritt der am weitesten vorangeschrittene im eigenen Bundesland. Das ist durchaus sinnvoll. Aber sollte es das nicht geben, also sollte keiner entsprechend sich hier gemeldet haben, ne, dann würde es der bundesweite sein, der das gemeldet hat und ansonsten der grundsätzlich größte bundesweite. Ne? Also da gibt es jetzt praktisch drei Eskalationsstufen. Entweder halt der im eigenen Bundesland, der sich gemeldet hat, oder ein bundesweiter, der sich gemeldet hat, oder halt der größte bundesweite. Das sind so die Eskalationsstufen. So. Deswegen muss auch die Bundesnetzagentur jetzt im Monitoring hier nochmal darauf anpassen, dass genau diese Daten auch hier aufgeholt werden und sich dementsprechend die Messstellenbetreiber auch melden müssen, ob sie das tun oder nicht. Weitere Infos nochmal zum Notbetrieb und den Rechten und Pflichten, die sich daraus ergeben. Der Messstellenbetreiber hat dem Netzbetreiber den Verlust, die Beschädigung oder Störung von Messeinrichtungen unverzüglich in Textform mitzuteilen. Der Messstellenbetreiber hat unverzüglich die Beschädigung zu beheben und Funktionsfähigkeit der Messstelle wiederherzustellen, wenn hier was schiefgegangen ist. Es war vorher so nicht ausformuliert, ist jetzt hier einfach reingeschrieben worden. Also es sind durchaus nicht komische Punkte, das macht ja auch alles Sinn. Nochmal was zu den Mess- und Steuerungsvorgängen und Leistungen, die dahinter stehen. Das kann man aber, glaube ich, größtenteils hier über scrollen, weil sich hier keine so völlig verrückten Änderungen ergeben haben. Fristen, die teilweise einfach nur ein bisschen näher geschrieben worden sind, aber dann hier beispielsweise auch nicht uninteressant. So, sie müssen für jedermann zugänglich sein und insbesondere folgende Mindestanforderungen enthalten. Funktionalitäten, Smart Meter Gateway, Kommunikationsverbindungen, Messwertverarbeitung, Inhaltsverschlüsselung, kryptografische Verfahren, Architektur der Verschlüsselungsinfrastruktur. Also nochmal so eine gewisse Transparenzpflicht, die hier auch für den Verbraucher dann am Ende zur Verfügung steht. Das sind auch Punkte, die von den Experten und auch von der Opposition nämlich angesprochen worden sind, na, dass man das hier ein bisschen transparent auch haben möchte, ist durchaus sinnvoll. Der Verbraucherschutz hat sich dazu ja auch gemeldet. Das wird hier ein bisschen angegangen.
Ich scrolle jetzt mal ein bisschen weiter, ob wir noch ein paar wirklich größere Punkte finden. Eine Sache vermisse ich nämlich gerade noch, die ich euch gerne noch zeigen möchte. Nämlich, Paragraph 33. Anpassung, Aufhebung oder Neufestlegung bei Preisobergrenzen, agilem Rollout und Ausstattungsverpflichtungen für Ordnungsermächtigung. Na, das hieß vorher nicht ganz so. Der agile Rollout ist hier dazu formuliert worden, auch die Ausstattungsverpflichtung. So. Also, das Bundesministerium für, also das BMWK, wird ermächtigt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates einzelne oder alle Preisobergrenzen anzupassen, aufzuheben oder neu festzulegen. Hui. Abweichend von für einzelne oder mehrere der dort genannten Anwendungen einen späteren Zeitpunkt für Anwendungsupdates zuzulassen. Also ich sage mal die Funktionserweiterung der Gateways. Den zur Erfüllung der genannten Verpflichtung des Managementbetreibers zum Angebot von Zusatzleistungen vor dem Zeitpunkt um höchstens 2 Jahre anzupassen. Also auch Fristen für Angebote am Markt weiter nach hinten zu schieben. Wichtig, wenn wir über sowas sprechen, es heißt hier nur, das Ministerium kann es beschließen. Also das Ministerium kann eine Rechtsverordnung veröffentlichen, die das dann möglich macht. Es steht noch nicht, dass es so passiert, sondern nur, dass es den Weg gibt, dass es gemacht werden könnte. So, eine Erhöhung von Preisobergrenzen für Anschlussnutzer ist höchstens alle 4 Jahre zulässig. So, und dabei darf höchstens die Hälfte der Netzbetreiber und Anschlussnutzer in Summe geltenden Preisobergrenzen auf Anschlussnutzer entfallen. Also am Ende des Tages auch hier nochmal so ein bisschen eine Abrundung. Es dürfen zwar die Preise angepasst werden, aber eben nicht allzu oft und auch nur zu gewissen Teilen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil natürlich die ursprüngliche Aussage, ne, wir machen für die Endkunden fast gar keine Kosten mehr und das geht eigentlich alles auf den Netzbetreiber über, das wird hier nochmal ein ganz kleines bisschen neu geregelt. Auch nur ein bisschen. Steuerung, Verbrauchseinrichtungen, Richtung 14a ist hier nochmal genauer ausformuliert worden, ne, dass da bestimmte Daten- und Steuerungsmöglichkeiten eben gegeben sind. Anpassung von Wirksleistung, Plinleistung, notwendige Konversion über Smart Meter Gateway, Direktvermarktung, Flexibilitätsdienstleistungen aus dem Kontext, ne? Also dass hier das Gateway am Ende des Tages größere Rollen spielt in allen unseren wichtigen Digitalisierungs- und Regelungsansätzen des Energiemarktes. Also das ist am Ende des Tages hier nochmal ganz klar, das Gateway, das integrierende Messsystem, ist in Zukunft das Zentrum der Steuerung unseres Marktes und unseres Netzes. Ab 2028 die für die Teilnahme am Regelenergiemarkt notwendige Datenkommunikation über Smart Meter Gateway einzurichten. Also auch hier nochmal ganz klare Ansage, ab wann sollen hier bestimmte, vielleicht auch schon bestehende Märkte wie Regelenergie und Co. auf jeden Fall über das integrierte Messsystem laufen. Das ist durchaus Klarheit, die hier nochmal neu geschaffen wird und die vorher so nicht da war. Also nicht schlecht. Steuerungspflichten, also hier haben wir noch einige Punkte in diese Richtung. Das ist alles ganz spannend und nicht irgendwie völlig kurios. Die Änderungen, die hier aus dem Ausschuss kamen, kann man durchaus für sinnvoll erachten. So, und wir scrollen mal noch ein bisschen weiter, weil wie gesagt, wir haben jetzt bestimmt nochmal 15 Seiten mit weiteren. Gas ist hier nochmal genau einformuliert worden, auch hier. RLM ab 28 an vorhandenen Gateways anzubinden. Also auch, dass jetzt die anderen Sparten mit rangeholt werden, was vorher nicht immer so ganz völlig klar ausformuliert wurde. Auch hier nochmal eine Frist verändert von 25 auf 28. Und das ist es dann im Großen und Ganzen auch, ne? Das BMWK legt spätestens zum Juni 24 und dann mindestens alle 4 Jahre diese diversen Berichte vor. Das war vorher Dezember 24, jetzt wird es ein halbes Jahr einfach nur vorgeschoben und dann eben auf mindestens alle 4 Jahre. Vorher war es wirklich fest alle 4 Jahre. Ne? Also diese Berichte vom Ministerium können dann auch etwas öfter kommen. Außerdem gibt es ja dann die Bundesnetzagentur-Meldung und eventuell auch andere Veröffentlichungen noch vom BSI. Das kann jetzt möglich sein. Und ansonsten, da wo Zielstandsgangmessung bisher klar formuliert war, ist auch nochmal RLM mit ergänzt worden und einfach so ein paar redaktionelle Anpassungen. Nichts völlig Verrücktes mehr.
Also ein paar Konkretisierungen, was die Daten angeht. Und so langsam aber sicher war es das dann auch. Genau. Also, mal grob gesagt, wer sich für die Details des Gesetzes interessiert, muss sich entweder jetzt hier noch reinbegeben und sich das alles anschauen. Wie gesagt, 50 Seiten tabellarische Erklärung. Ich bin jetzt auch nur ganz grob mal drüber geflogen, deswegen war das jetzt auch so ein bisschen stockend, ne? Um euch das hier mal zu zeigen. Ihr könntet aber auch darauf setzen, dass das zeitnah auf Gesetze im Internet.de zum Beispiel steht oder halt dann so die eigenen von irgendwelchen Dienstleistern, die Synopsen praktisch vom Text veröffentlicht wird. Und dann hat man einmal das neue Maschinenbetriebsgesetz auch lesbar. Zu guter Letzt nur noch mal kurzer Hinweis, weil das Video wird auch schon lang genug. Es gab ja noch einen Entschließungsantrag von der AfD. Im Großen und Ganzen, Smart Metering ist richtig schlimm und soll alles zurückgeführt werden und auch Energiewende ist schlecht und wir wollen nur grundlastfähige Kohle- und Kernkraftwerke haben. Steht hier ernsthaft so, ne? Also ich möchte mich gar nicht weiter dazu äußern. Wurde abgelehnt, zu Recht. Und die CDU, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht sogar noch schlimmer finde. Die hatte ganz konkrete Forderungen, vielleicht sogar für die Verstärkung und Verbesserung des Rollouts. Aber das sind Punkte, die in der CDU, CSU, als die an der Regierungsmacht waren und auch schlussendlich die Entscheidung hätten treffen können, es einfach nicht gemacht haben. Also, wenn man in der Verpflichtung ist, nichts zu tun, gar nichts zu tun, und dann, wenn man nicht mehr dran ist, dann zu sagen, aber jetzt muss hier was gemacht werden, ist auch nicht ganz so sinnvoll, liebe Unionsfraktion. Naja, ist auch nicht beschlossen worden. Was beschlossen worden ist, ist schlussendlich hier unsere wunderschöne Tabelle. Wenn ihr euch sowas geben wollt, guckt es euch an. Ich kann dazu sagen, hier, wir haben sie uns angeschaut, so ein paar Details wurden nochmal angepasst. Ansonsten ist es das, was wir an anderer Stelle schon beschlossen haben, schon uns angeschaut haben, in den alten Entwürfen. Und ja, dementsprechend, wenn ihr wollt, ich verlinke diese Seite hier auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch in diese ganzen PDFs rein, ihr könnt euch die Aufzeichnung angucken, ihr könnt euch diesen Text hier durchlesen. Wer daran Spaß hat, macht es ruhig mal. Ansonsten, wenn ihr konkrete Fragen habt zu diesem ganzen Thema Smart Metering, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.